Janines Highland Gamer aus Dormagen haben die Wiese ihres Sportplatzes erfolgreich in eine mittelalterliche Partykultstätte verwandelt. Ich bin mega stolz auf mein Team. Das war so eine tolle Zeit für mich auch. Wir haben hier so viel Spaß gehabt und wir haben so viel auf die Beine gestellt. Also wenn man überlegt, wo wir angefangen haben und was jetzt hier geschaffen wurde, besser geht's nicht. Alleine für mein Team wünsche ich mir so sehr den Sieg, weil die haben es mehr als verdient. Der Ehrlich Brothers Fanclub aus Unna in Westfalen hat im leeren Garten von Zauberfangirl Eva eine magische Welt errichtet. Zu Ehren von Deutschlands erfolgreichstem Illusionistenduo. Hier findet sich eine Vielzahl liebevoller Details. Und im Zentrum ein Tanzboden in Zauberhutform. Dazu gibt's das geheimnisvolle Schrumpfzelt, in dem sich die Besucher vorkommen sollen, als seien sie von einem Zaubermeister verkleinert worden. Ein Highlight auch, der Zauberwürfeltisch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und das ist der beste Tag meines Lebens. In Dormagen ist angezapft. Von uns aus können die Partytester gerne kommen, denn wir nehmen es mit jedem auf. Denn wir sind die Black Mill Knights! Das sind die Chefs der Fachjuries, Thorsten und Maurice. Wir sind die geilsten Partybiester! Als Partytester qualifiziert mich, Maurice und die ganze Truppe, die wir dabei haben, einfach, dass wir sehr erfahren sind. Maurice und ich selber, was Partytrucks betrifft, wir organisieren, wir bauen selber die Trucks, die großen Trucks, die man von Umzügen kennt. Die Bauumsetzung, Mottoerfüllung, Partystimmung, das gehört halt alles zusammen. Und wir sind die Experten für alles, weil wir halt so viel Erfahrung haben. Wir wissen einfach, wo musst du Hand anlegen, damit es gut aussieht, damit die Party richtig geil wird. Und da sind wir einfach die Besten. Und das machen wir nicht nur für 3-4 Leute, sondern auch im ganz großen Stil. Und deswegen können wir das auch richtig bewerten. Jede Jury bewertet eine Party, die mit den meisten Punkten gewinnt. Dat, Maurice und Nadine testen für uns die Schotten von Janine. Ja, ich glaube, Highland Games ist wirklich ein Motto, wo man einiges rausholen kann. Ich bin gespannt, wie die Leute da rumlaufen. Ich kenne auf jeden Fall diesen Schottenrock, ich glaube, das gehört dazu. Und auch so ein Dudelsack. Ne? Ich bin mal gespannt, ob da einer gleich Dudelsack spielt. Das ist auf jeden Fall eine komplett eigene Welt, wo man eintauchen kann. Und ich hoffe, da lässt man uns heute eintauchen. Also, heute wird eine wilde Nacht, so viel darf ich euch schon versprechen. Ihr wisst, hier finden Highland Games statt. Und deshalb habe ich euch standesgemäß Klamotten mitgebracht. Ja, ich gebe dir die mal. Die dürft ihr also anziehen, wenn ihr wollt. Super. Und dann geht's hier richtig ab. Seid ihr bereit? Wir sind aber sowas von bereit. Die Frage ist, sind wir wieder auch bereit für uns? Seid ihr bereit? Also herzlichen lieben Dank, ihr lieben Partytester, dass ihr hier seid. Lieben Dank, ihr Gäste, dass ihr hier seid. Lasst uns die Party starten, lasst uns loslegen, lasst uns voll Gas geben und eine geile Party starten. Denn feiern könnt ihr, ne? Feiern können wir, versprochen. Also, so machen wir das, oder? Also, los geht's! Was wollen wir trinken? Normalerweise werfen die Highland Gamer Baumstämme. Heute stemmen sie lieber das Gläschen. Ich finde, die Party läuft super. Also ich sehe hier nur in strahlende Gesichter und ich glaube, auch die Partytester haben Spaß. Ich bin da wirklich guter Dinge, dass sie hier mit einem positiven Gefühl rausgehen. Ja. Das Prüferteam vom Asbach Party TÜV nimmt jedes Detail genau unter die Lupe. Und die Tester sind zutiefst beeindruckt. Das war ja schon echt heftig. Ne? Ja. Aber jetzt mal im Ernst. Wie lange habt ihr wirklich gebraucht? 2,5 Tage. Und nichts war hier vorher? Hier war nichts, war alles nur Gras. Wir haben Rasen abgetragen, Vlies drauf, Schotter. Wir haben die Käber senkrecht in den Boden reingerammt. Die ganzen Beplankungen haben wir gemacht. Und bestimmt 3 Tonnen, bestimmt 3 Tonnen Schotter gekarrt. Ja, das ist krass. Also da erstmal Respekt für die Leistung auch. Super. Ich meine, die Party habt ihr euch jetzt verdient, glaube ich. Die Partytester müssen eine Feierpause machen, um ihre Punktevergabe zu besprechen. Ich finde, also, da sind richtig Party-People am Start. Ne? Die machen nicht nur Party, sondern das Ganze ist auch voll familiär. Dieser Einmarsch, das war so traditionell. Ich hatte so Entenpelle dabei. Und vor allem uns wirklich ab der ersten Sekunde an so dieses Gefühl zu geben, wir gehören 100% dazu. Mhm. Hammer.
Was meint ihr zu der Bauumsetzung? Ich finde, da ist ganz viel Liebe zum Detail drin, weil dass sie sich trotz des Zeitmanagements dann noch irgendwie da die Zeit hatten, das abzuflemmen, das Holz, das finde ich mega. Es sieht echt richtig, richtig cool aus auf jeden Fall. Ja. Also ich fand es auch mega, das hinzustellen. Und dann vor allem in dem Ausmaß, man hätte es ja gar nicht so krass machen müssen. Ja. Aber die wollten es einfach so geil haben und deswegen... Für mich ist das einfach mega. Hammer, was die gemacht haben. Einfach geil. Motto-Umsetzung ist einfach top, ganz high level auf jeden Fall, ne? Auch bei den Zauberfans in Unna beginnt die große Show. Wir punkten jetzt mit der Bar, dem DJ, den Getränken, der Tanzfläche, den Überraschungen, den Zaubereien. Die Prüfer, Christian, Janina und Thorsten. Ehrlich, Brothers, was für ein Motto. Magic Rocks. Ich erwarte auf jeden Fall eine riesen Zaubershow. Ja, die muss auf jeden Fall kommen. Es muss richtig, ich will weggezaubert werden. Ich möchte nicht mehr wissen, wo ich bin. Das ist eine geile Party da. Hallo. Hey, Partytester. Hallo. 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 Herzlich willkommen. Das ist Eva, das ist die Mutter des Projektes. Hallo. Eva, wir sind gespannt. Hallo. Ja, wir haben einiges vorbereitet. Und ich würde sagen, ab in die Magie. Auf jeden Fall. Okay, also wird es magisch heute, ja? Auf es jeden Fall. Ja, so was von. Ihr werdet verzaubert. Nein. Nein. Wow. Stellt euch mal hin. Stell du dich mal dahin. Jawohl. Ich muss das ja erklären. Gerne. Jetzt sind wir mal gespannt, was du uns zu sagen hast. Jawohl. Ihr seid hier in dem ersten magischen Zelt mit Zauberrequisiten. Es wird magisch. Es wird immer mehr magisch. Zuerst müssen die Zaubergäste mal genau die vielen kleinen Gegenstände um sich herum betrachten und dann genau merken. Wenn ihr jetzt auf diese kleine Enter-Taste drücken würdet, dann geht die Reise weiter. Und das darf ich mit Sicherheit das schon mal tun? Ja, du wirst es auch nicht bereuen, glaube ich. Okay, soll ich die rechte Hand oder linke Hand nehmen? Ist egal. Das ist, wie du möchtest. Drücken und zurückgehen. Hallo ihr Lieben, wir sind eure Ehrlich Brothers und ihr seid auf der besten Party Deutschlands. Eva im Garten. Wenn ihr hier vorbeigeht, dann werdet ihr nämlich geschrumpft und dann werdet ihr auf der größten Party Deutschlands sein. Also viel Spaß beim Schrumpfen im Garten von Eva. Das geht automatisch, ihr müsst mir einfach nur folgen. Genau. Seid ihr bereit? Danke, dann folgen wir. Okay, ja. Eva. Let's go. Auf jeden Fall. Nur ein paar Schritte und dann ist die Schrumpfung vollzogen. Denn plötzlich ist alles, was die Gäste eben in Normalgröße gesehen haben, riesengroß geworden. Schwupps, schon seid ihr klein und alles andere ist groß. Und ihr seid geschrumpft. Es gibt auch ein Glas zu den Würfeln, irgendwie, dass man schon den großen Drink... Macht ihr mal keine Sorgen, genau. Wenn du in die Richtung gehst, genau. Da ist nämlich die Partyzone und da geben wir nämlich die Gläser und alles andere auch. Wenn die so groß sind wie die Würfel, ist das schon mal... Ja, du hast ein durchsichtiges Gesicht, okay. Dann würde ich sagen, Scheffel vor, jawohl. Attacke, wir gehen jetzt in die Partyzone. Oha. Jawohl. Tada! In der Partyzone wartet schon der nächste Zauber. Die wilde Ekstase im Nebel. Der Ehrlich Brothers Fanclub zeigt, in Westfalen kennt der Frohsinn beim Feiern keine Grenzen. Das steckt auch die Juroren an. Schön, dass ihr da seid. Zum Wohl. Und jetzt beginnt auch hier die Bauabnahme durch die Partyprüfer. Inklusive Belastungstest. Uns kann keiner schlagen. Das ist eine geile Party. Und was Härteste, die Jury ist auch geil drauf. Der Zug hat keine Bremse. Ich muss abstellen, weil ich wollte mit dir tanzen gleich. Mit mir? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Jeder Juror kriegt eine Zaubertüte. Ist das Bestechung? Na, vielleicht ein bisschen. Aber das ist hier ja auch nicht verboten. Also ich muss sagen, die haben uns super aufgenommen. Die waren super lieb zu uns. Und, wir waren sofort integriert in die Party. Und das ist für mich wirklich, wirklich Bestleistung, was die Stimmung angeht. Und dann auch noch ein Geschenk. Ja. Ich kriege hier ein Geschenk mit Karten von Ehrlich Brothers. Ich würde das erste Mal diese Karten ausmachen. Also das war echt super lieb von den Mädels. Ich würde zu Hause tatsächlich versuchen, heute Abend auch noch zu zaubern mit den Karten. Die Geschichte ist nur,
Ist da genug Ehrlich Brothers drin? Ich sehe hier ein paar Traumfänger an der Wand, ein paar bunte Schmetterlinge. Ja. Das Video finde ich gut. Ja, muss ich das auch Video sagen. Ist auch also, dass ein Video von den Ehrlich Brothers persönlich da ist. Persönlichkeit ist hergestellt. Man fühlt sich angesprochen. Das ist nicht so weit weg. Ja, ja. Hm? Dieses Bauliche an sich. Ich finde diese Bar finde ich sehr gut. Genau, gebaut. Hast du nochmal geprüft extra? Habe ich extra nochmal geprüft. Ja. Sie ist gut gebaut, sie ist schön geflammt. Sie hat Eyecatcher mit der silbernen Kontur drumherum. Sie ist sicher, es gucken keine Schrauben raus und so weiter. Okay. Tanzfläche bin ich ein bisschen anders. Ich bin selber mit meinem weißen Sneaker da hängen geblieben und ich hätte mich beinahe lang gemacht. Ja. Also ich finde, so Rampen wären gut gewesen. Dass man so links und rechts so Rampen macht, dass man überhaupt nicht die Möglichkeit hat zu fallen. Das fehlt. Der Videocall unserer Juroren für die Zeugniskonferenz. Bruder! Bruder! Bruder, wir haben die erste Kategorie Bauumsetzung. Was habt ihr da vergeben, Bruder? 6. Ja, Bruder, wir haben 9. Die Schotten liegen vorn. Dann haben wir das zweite, ist die Motto-Umsetzung. Wir haben eine 6. 6? Wir haben eine 10. Und damit liegen die Schotten sogar noch weiter vorne. Die Verkündung. Wir haben ein Ergebnis. Okay. Wer gewinnt den Asbach Partypokal? Okay, Leute. Ihr wisst, worum es geht. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben mit 29 Punkten von 30 gewonnen! Die Highlander besiegen die Zaubergirls mit 29 zu 20. Wir hatten eine geile Zeit hier, wir haben eine geile Party. Wir haben die Magie in unseren Herzen, die wird uns auch keiner nehmen, auch wenn wir einen zweiten Platz haben. Mein Team war so der Hammer. Lieber Marc, wir haben verdient gewonnen! Wer sind wir? Black Miller!